Ja, halt willkommen. Mein Name ist Andy Rollping und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir herausgefunden, dass die Jünger uns verraten haben. Wie können sie es wagen? Dafür müssen sie bluten, was wir schon getan haben. Und ja, wir sind auf der Suche hier nach der Anführerin, Anführer Nisha. Klingt wie ein Sie. Und ja, wir sind, glaube ich, hier oben an der Spitze, auf dem Dach von diesem Gebäude. Und ja, hier haben wir ein Dingens. Das gucken wir uns an. Boah. Nera, was? Schicken Sie bitte eine weitere Nachricht. Die Nachricht, das Ding muss neu programmiert werden, sonst passiert noch was. Können Sie sich vorstellen, wie Verwüstung er anrichtet, wenn er hinein in die Nähe der Steuerung käme? Ja, aber ich finde das Ding ziemlich unheimlich. Da war aber hier noch. Nera, die war doch noch in Nuka World. Diesen Nuka USA Dingen. Keine Ahnung, wie das Ding überhaupt heißt hier, diese Hauptbasis hier, wo wir immer landen. Übrigens, falls euch der Bad gefällt, können wir einen Like, einen Kommentar, ein Abo oder sonst irgendwas hinterlassen, um das zu zeigen und den Kanal weiter zu helfen. Das wäre super toll. Ich glaube, ich habe den Safe nicht geöffnet. Egal, wir haben eine geile pinke Power Armor noch. Die dürfte ja auch noch ein bisschen Schaden fressen, für was auch immer hier noch vorkommt. Hier ist das Safe. Gage, guck mir zu. Oh nein. Guck mir zu, wie ich das Ding öffne. Oh ja. Och Mann. War noch nicht lang genug her. Wo sind die anderen? Die sind einfach durchgegangen, ohne hier irgendjemanden zu töten oder was? Kommt mir halt vor. Mein Gott. War die Todesstarre. Ja, dann kommen wir nach oben. Wer bist du denn? Hey, du bist noch am Leben. Einfach mit dem Hammer auf die Fresse geschlagen. So, wenn die jetzt da oben ist, hat sie leider keine Chance. Jetzt sind wir sind zu fünft, ne? Wir verlieren dagegen ausrichten. Könnte schon am Ende von DLC hier sein, hallo? Meine Güte. Geht das schnell. So lange wird das Projekt nicht mehr dauern, habe ich das Gefühl. Ich dachte, ich würde das noch dieses Jahr schaffen, aber nein. Also, weiß ich nicht. Bald wird's Januar oder Februar wird es auf jeden Fall zu Ende sein. So hat Gefühl. Und darauf freue ich mich. Na, was machst du denn da? Die ganze Zeit so Spielzeugdinger. Leute, was macht ihr denn da? Warte doch erstmal, bis der Oberboss hier ist. Wir kämpfen einfach so kommentarlos gegen die Person, okay. So, jetzt pass mal auf, Nisha. Ich weiß, das ist ein bisschen doof, was ich hier mit euch gemacht habe. Ihr könnt nicht einfach so losgehen und hier alle ermorden. Ne? Das geht so nicht. Pack das Messerchen weg, ich will mit dir reden. Die anderen, die sind jetzt voll wütend auf dich, weil du jetzt hier ein paar Leute abgemetzelt hast. Ich wollte noch ein bisschen so mit denen diskutieren, aber die wollten alle nicht und ja auch nicht anzuschießen. Ich muss den Stimpack jetzt benutzen. Und ja, meine Typen seid ja voll cool und ich wollte euch auch unterstützen, aber kaum tue ich mal irgendwie euch ein bisschen vernachlässigen, dann metzelt ihr alles ab. Das geht so nicht. Ne? Deswegen will ich hier halt alles ein bisschen friedlich noch lösen, ne? Ohne dass du irgendwie sterben musst oder so. Und ja. Also wenn du es dir ja anders überlegst, dann würde ich sagen, ich könnte dir sogar noch vergeben, was du getan hast, ne? Aber das musst du noch mit den anderen ja klären. Und okay. Zum Teufel. Okay, was ist los? Kann ich mit dir sprechen? Ich die töten? Was los? Nicht verarschen? Das geht so nicht, Kollegin. Das ist doch eine Sie. Warum hat der eine letztens mal er gesagt? Ja, verfolge und töte Nische. Na, okay. Mag das nicht gerne, aber die anderen wollen es halt. Wurf.
Tut mir leid. Was? Na Gott, die macht nur so ein bisschen Twerking am Ende. Gut, dann nehmen wir mal da rein, was auch immer die hier Pforte. Können wir uns mal an, was die Pforte. Okay, zeig mal. Sledge ist tot. War gar nicht so schwierig, wie ich gedacht hätte. Wir sollten hier eine kleine Hand, Gold eine Hand. Noch Mann. Muss doch nicht so enden. So, was ist hier? Was ist überhaupt los, ey? Ach, der wird ein Schwerter. Ach, wir müssen die Energie für Nuka Cola hier. Für Nuka World wieder aktivieren, ne? Ich konnte die ganze Zeit hier hin, ehrlich. Voll Spaß für mich. Noch irgendwas. Oh, 15 Uhr. Ehrlich. Oh, noch ein paar von diesen Säureverschießer. Was auch immer ist. So, mach das Licht an. Oh mein Gott, wir haben Licht. Jetzt explodiert alles. Okay. Wir haben Feuerwerk gezündet. Hey, brauchst du was? Nuka World. Hell erleuchtet. Sieht verdammt gut. Hey, ja? Nuka World. Hell erleuchtet. Sieht verdammt gut aus. Ein paar Fahrgeschäfte und ein paar Lichter und du wirst sentimental? Also, das ist es zum Teil. Aber dahinter steckt mehr. Jetzt, wo Nisha und ein großer Teil der Jünger erledigt sind, gibt es kaum noch was, das uns aufhalten kann. Wir haben das Commonwealth gehörig umgekrempelt. Jeder irgendwie von nicht. Diamond City hat von uns gehört. Irgendwie nicht. Obwohl die Sache mit dem Kraftwerk passiert ist, stehen unsere Banden stärker denn je da. Es war ein großes Risiko, dass ich dir geholfen habe, Coulter zu erledigen. Bin froh, dass es sich ausgezahlt hat. Weißt du, was dich wirklich von ihm unterscheidet? Weshalb wir alle hinter dir stehen? Ich trage Pink. Du warst bereit für uns zu bluten. Du hast dein Leben riskiert, um uns in dieser beschissenen Welt voranzubringen. Und ob du es glaubst oder nicht, das bedeutet uns was. Danke, Gage. Ich weiß das zu schätzen. Klar doch. Aber lass es dir nicht zu Kopf steigen. Wenn du mir auf den Sack gehst, dreh ich deinen Arsch immer noch von hier bis an den Atlantik. Schätze, du was? Den nächsten Schritt bestimmst du. Jetzt, wo der Park wieder mit Strom versorgt ist, kannst du dir vielleicht einige alte Bereiche ansehen, die zuvor nicht zugänglich waren. Oder du machst mit Shank noch ein paar Commonwealth-Siegel im Blatt, wenn noch welche übrig sind. Oh, natürlich kannst du auch Max oder Mason helfen. Die haben bestimmt viele Jobs, die erledigt werden müssen. Also bin ich ja fertig, so wie es sich anhört. Was ist mit dem Rest der Jünger? Wenn sie überleben, werden sie es dir übel nehmen, dass du Nisha erledigt hast. Also halt die Augen nach ihnen offen. Klingt nach jeder Menge Ärger für uns. Wir sollten also lieber anfangen. Dann ist es entschieden, Boss. Du gehst voraus und die Banden folgen dir. Da draußen warten eine Menge Kronkorken auf uns. Und solange du sie weiter heranschaffst, stehen wir hinter dir. Also sind wir ja immer noch nicht am Ende. Okay, was habe ich hier? Da du die Unternehmer und das Rudel bevorzugst, erhältst du die Skills Unternehmer Ass und Alpha des Rudels, okay? Hey Boss, kann ich dich was fragen? Nicht jetzt. Ich habe zwei Skills bekommen.
Boah. Das ist, wenn ja nicht alles abgeschlossen ist. Was zum Teufel? Hört die Schaden, das ist denn stark. Außerdem richten Nahkampfwaffen und unbewaffnete Angriffe mehr Schaden an. Okay. Und was andere Nummer? Mal mit Unternehmern, ne? Oder? Unternehmer ist. Deine Tarnung ist verbessert. Solange du... Was? Hast du mehr Schaden und Schurch. Okay. Deine Tarnung ist verbessert, solange du im Schatten bist. Und du verursachst mehr Schaden durch schall gedämpfte Waffen. Ich laufe einfach so zurück. Was? Sag mal den Erlöser. Keine Ahnung. Na klar, Gage. Was willst du mit mir besprechen? Ich dachte mir so, wir sind jetzt schon eine Weile zusammen unterwegs. Du nimmst dir, was du haben willst. Und lässt dich von niemandem aufhalten. Hast mehr Mumm als die meisten. Ich frage mich wohl einfach nur, warum? Was springt für dich dabei raus? Keine Ahnung. Ich mag's einfach tun und lassen zu können, was ich will. So lebt sich's gut. Wenn es einen nicht umbringt. Wenn du mich fragst, will die ganze Welt einen fertig machen. Von Anfang an hat man die denkbar schlechtesten Karten. Ich habe auf Überleben damals gespielt. Dumm, um das zu erkennen. Sie stolpern durchs Leben und können sich gerade eben irgendeinen Scheiß aufbauen. Sie kämpfen jeden Tag, bis irgendwas sie unvorbereitet erwischt. Und das war's dann. Gute Nacht. True Story. Die können nicht anders. Und wissen es nicht besser. Das meine ich ja. Sie kapieren es nicht. Sie sehen es nicht kommen. Aber manche wissen wiederum zu viel. Sie erkennen, wie sehr die Welt wirklich am Arsch ist. Also wollen sie alles haben. Und zwar sofort. Den Alk, die Camps, die Kronkorken. Und es ist ihnen egal, wie sie es kriegen. Wenn sie es anderen wegnehmen können, fühlen sie sich, als hätten sie die Oberhand. Die haben sie aber nicht. Verdammte Raider. Sie werden gierig und haben nur das Hier und Jetzt im Blick. Dann machen sie Fehler und sterben. Manche strengen sich dafür sogar richtig an. Scheiße, Gage. Brauchst du einen Verband für dein blutendes Herz? Nee, was? Mit denen habe ich kein Mitleid. Diese Leute geben sich zu viel, zu wenig oder gar keine Mühe. Aber du und ich, wir sind anders. Wir wissen, wann man... Wir sind zwei andere Spasten. ...was man verdient. Und wann es zu viel ist. Also, ich habe den Scheiß schon vor langer Zeit kapiert. Bin in so einem normalen Drecksloch groß geworden. Hatte liebende Eltern, aber es waren Schwächlinge. Wurden jahrelang von den Raiderbanden rumgestoßen. Und gaben alles her, was sie zum Leben hatten. Eines Tages sah ich sie vor so einem Idiot mit einer Knarre kuschen. Da war es mir klar. So werde ich nicht enden, habe ich mir gesagt. Also bin ich abgehauen. Ich war 12 oder so. Egal. Ich hatte genug von der Welt gesehen, um zu wissen, wie es läuft. Wo sind deine Eltern heute? Wer weiß das schon? Tot, da bin ich sicher. Wahrscheinlich schon lange. Ist mir egal. War mir schon immer egal. Bin ein paar Jahre rumgezogen und habe alles Mögliche gemacht, um was zu essen zu bekommen. Irgendwie. Eine Zeit lang war ich Bote bei einer Karawane, hab geplündert, Jobs für Siedlungen erledigt. Aber eins war immer gleich. Als die Raider kamen, zogen alle den Schwanz ein. Die Raider nahmen sich, was sie wollten, verschwanden und das war's. Hat nicht lange gedauert, bis ich mitbekam, wohin für mich die Reise wirklich ging. Als wieder eine Bande kam, war ich dabei und hab mich hochgearbeitet. Und jetzt bin ich hier, mit dir unterwegs. Bei einem Idioten wie mir. Scheint sich gelohnt zu haben. Wie flirten? Das war die richtige Entscheidung, Gage. Ja, sieht so aus. Ich meine nur, du scheinst es zu verstehen, was du auch durchgemacht hast. Du kannst es nachempfinden. Gut, jemanden wie dich zu haben, wenn du mich fragst. Naja, genug der Rührseligkeit. Bringen wir irgendjemanden um? Geil. War's aber noch nicht. Maha. Hast du vielleicht mal kurz Zeit? Willst mich? Aufgepasst. Was brauchst du? Ich hätte noch was zu sagen, wenn du Zeit hast. Ja, was ist denn? Natürlich. Was gibt's? Ich wollte dir nur sagen, also, wie wir beide so zusammenarbeiten, tja, das macht echt richtig Spaß.
Ich habe Nuka World mit dir verlassen und gehofft, du wärst der richtige Overboss. Hätte mir keine Sorgen machen müssen. Du kannst ohne Frage auf dich aufpassen, was man von den meisten anderen nicht behaupten kann. Außerdem macht es dir Spaß. Und noch wichtiger, ich weiß, du hältst mir den Rücken frei. Na, ich weiß, du liebst mich. Dir und niemandem sonst. Keine Sorge, Mann. Ist alles okay? Nein, ich mache mir keine Sorgen. Hab ein paar falsche Entscheidungen getroffen, als ich jünger war. Ich sag nicht, dass ich sie bereue. Aber damals war ich einfach ein bisschen blauäugig. Die erste Bande nahm ich mit 16 auf. Gute Größe, starke Leute. Haben sie nur nicht richtig eingesetzt. Ich war neu, jung und wusste nicht, wann ich den Mund halten sollte. Machte Vorschläge, um die Dinge zu verbessern. Also, was ist passiert? Tja, irgendwann kam der Boss zu mir. Er hieß Connor. Keine Ahnung, welchen dummen Namen er sich gegeben hatte. Der Ernter oder sowas. Auf keinen Fall so ein... Hey, die Waffe hab ich. Fast schon lachhaft. Naja, erst dachte ich, er wäre sauer drüber, dass ich seine Autorität untergrab. Aber er hörte mir zu. Nahm meinen Rat an. Wo ist dieser Typ jetzt? Warte, das war ja noch nicht alles. Also, da war ich nun. Ein kleiner Dummkopf, dem der scheinbar mächtigste Mann der Gegend zuhört. Ich bin geplatzt vor Stolz. Connor hat mich immer wieder gefragt, was ich von seinen Plänen halte. Mir gesagt, dass er mir vertraut. Das ist mir zu Kopf gestiegen. Nach ungefähr einem Jahr der engen Zusammenarbeit hatten wir den Plan, Frieden mit einer rivalisierenden Bande zu schließen. Wir arbeiteten heimlich alles aus, wo wir uns auf neutralem Boden treffen. Wer verhandelt? Ein Plan B für den Notfall. Ich übernahm die Verhandlung mit drei unserer übelsten Kanten als Schutz, falls mich keiner ernst nehmen würde. Und es hat nicht funktioniert. Und als nächstes erzählst du mir, dass was ziemlich schief gelaufen ist. Ja, hängt wohl alles vom jeweiligen Blickwinkel ab. Nach ungefähr einer Stunde erkannten sie, dass die Abmachung in ihrem Interesse war. Und dann hörte ich es. Waffenfeuer und Explosion. Und zwar reichlich. Zuerst dachte ich, oh Scheiße, da ist was schiefgelaufen. Connor muss uns rausholen. Aber je mehr Zeit verging, desto mehr wurde mir klar, was passierte. Der Drecksler hat mich verarscht. Und ich bin drauf reingefallen. Ich hatte von ihm alle möglichen wichtigen Informationen erhalten. Wäre ich länger da geblieben, wäre ich zur Bedrohung geworden. Also nutzte er uns als Ablenkung, um die anderen Banden zu beschäftigen, während er und seine Männer angriffen. Er würde Beute machen. Und ich würde im Kreuzfeuer sterben. Halleluja. Wie bist du denn lebend da rausgekommen? Ganz ehrlich? Ich kann es dir nicht sagen. Ich erinnere mich nur vage. Trifft es ziemlich gut. Ich fand mich auf der anderen Seite wieder. Angeschlagen. Aber lebendig. Zurück konnte ich nicht. Der, dem ich vertraut hatte, wollte mich umbringen. Ich dachte daran, wieder reinzugehen und zu ballern. Aber das war nur meine Wut. Und ich wusste, wie das enden würde. Also zog ich weiter. Schwor mir, nie wieder so dumm zu sein. Traue niemandem. Und jeder ist sich selbst der Nächste. Hey, du hast getan, was du tun musstest. Das kann dir niemand verübeln. Wie gesagt, Boss. Ich bereue meine Entscheidung nicht. Seit diesem Tag habe ich niemandem mehr vertraut. Nur so lange, wie sich... Und dann kam ich, der Erlöser. Du hast wirklich was drauf. Endlich kenne ich jemanden, für den es sich zu kämpfen lohnt. Etwas, für das es sich zu kämpfen lohnt. Das soll jetzt nicht komisch klingen oder so. Ich sag nur, dass das zwischen uns eine echt gute Sache ist. Danke, Cage. Das bedeutet mir viel. Immerhin bist du der Overboss. Also, wir haben dann jetzt genug Gefühle ausgetauscht, ja? Eigentlich hast du nur was gesagt. Wieder an die Arbeit machen. Ja, du warst noch gar nichts von mir. Danke. Ich meine das so. So, Blutlektionen. Was ist das? Voll viele geile Sachen bekommen wir ja, hoffentlich. Blutige Lektion. Okay, dank deiner Beziehung zu Gage erhältst du plus 5% mehr XP. Für getötete Gegner und plus 5 Schadenresistenz. Okay. Komm, einfach so mal
Ich habe so das Gefühl, Nuka World ist ein DLC. Hallo. Ach ja, stimmt. Man kann schon bei weniger als 25 Gesundheit kommen. Abbild. Voll Best Buddies. Ja, damit sind wir hier fertig, glaube ich, ne? Hier sind wir eigentlich schon fertig, ja. Also das Gefühl, Nuka World ist wirklich so eine DLC, welches so, ja, ja, wir gehen jetzt heraus. Ist echt so für den Anfang irgendwie gesehen ist. Ich meine, da wird irgendwie erklärt, wie die Siedlungen und so funktionieren. Wir bekommen so einen Erfahrungsskill von Gage. Steht da. Naja, damit sind wir schon in Nuka World fertig. Meine Güte, hat jetzt nicht so lange gedauert. Muss sagen, Farbe war um Längen besser. Mir war alles irgendwie so komisch. Ich weiß auch nicht. Aber gucken wir mal, was das jetzt damit auf sich hat, mit diesen Anzahlsband-Dingen. Ja, Pegel beschaffen. Okay. Guck mal. Ich soll Leute rekrutieren oder was? Wie darf ich denn jetzt verstehen? Zeig her. Bei solchen Raider von Raider hier befreien. Man weiß gar nicht, was ich als nächstes machen soll. Ich guck mal, was wir ja noch alles erkunden können im Ödland und so. Ah, das kenne ich sogar noch. Ich habe noch diese Mission, dann nochmal die aus dem Inventar raus. Dann gucken wir mal. Also schauen wir mal, diese Spasten von uns wollen. Und ich glaube, ich werde als erstes mal googeln, was ich mit diesen Silver Shroud Klamotten machen kann, weil die habe ich schon von Anfang an. Aber ich würde mal gerne wissen, was ich mit denen machen kann. Hey. Oh, was ist denn das schon wieder hier? Komm in Frieden, Mann. Zum Frieden. Okay. Ja, Max Black zurück. Aber für einen Unternehmer eine Mission, okay. Boah. Ja, ja, ich verstehe. Denn also Mission für die blöden Fraktionen, ja, also so nur nach 15 Missionen. Gut, gehen wir die Mission ab. Und ja, nehmen wir am besten keine neue an. Wenn man aus dem Weg geräumt. Dann gucke ich mal, was ich mit den Silver Short Klamotten machen kann, wo ich abgeben kann, weil die habe ich schon von Anfang an. Und ich weiß nicht, wo oder wie ich die benutzen kann. Ich kann die auch nicht ablegen. Ich kann die nicht aus meinem Inventar rausnehmen. Das ist ein Problem. Die tun die ganze Zeit Platz einnehmen. Ja, ich sollte vielleicht mal gucken, wohin damit. Naja, wir haben jetzt wieder das ganze Commonwealth hier als Spielwiese und wir gucken dann einfach mal, wo wir hingehen können, was wir machen können und so weiter und so fort. Und ja, so viel dann dazu. Noch ein paar offene Missionen. Ich glaube, ich mache das mit Vault 88. Dem Signal. Haben wir auch noch als Mission. Dann mach mal, tun wir unsere Mission erstmal hier alle aus dem Weg räumen. Aus dem Weg räumen können. Gut, gute Idee, gut. Und ja.
Na, gucken wir mal. Ich hoffe, du drückst mir nicht direkt wieder eine neue Mission rein. Hi, geh weg. Oh, hallo, die winken jetzt. Na, bitte gib mir nicht eine neue Mission. Okay, keine Ahnung. Eine Bande ist jetzt ja weg, zwei sind noch da. Kann ich die nicht auch einfach aus dem Weg räumen? Na, egal. Ich hätte am liebsten alle irgendwie im Leben gelassen, aber nein. Max, William und Lizzie nur zuhören, dann weißt du, dass die nicht hier reingeboren wurden. Trotzdem sind sie wie geschaffen dafür. Bumm! So macht man das. Alles schon erledigt. Hm. Hier, bitte. Dein Anteil an der Beute. Boah, geh weg. Was ist nicht noch eine Mission wieder? Nein, gut. Was haben wir denn hier alles noch? Er sich um die Eifelstecke scheren, die in Gebäuden alte Kurve. Ja, hier kann ich immer noch gucken, ob noch alle mit mir verbündet sind. Ich den Reisen sind nicht Leuchtung, Reisen nach Kingsport Leuchtung. Warum ist denn das immer noch da? Da müsste alles schon längst weg sein. Ich sagen, die machen wir als nächstes. Aber erstmal machen wir hier Feierabend. In der nächsten Folge werden wir uns dann im Commonwealth wiedersehen, weil wir hier fertig sind. Obwohl, ich werde wahrscheinlich die ganzen Starkern hier nur suchen, die uns noch fehlen, um diese eine Power Armor zu finden, zu öffnen, zu holen und so. Ich werde mich allgemein hier vielleicht noch in Nuka World ein bisschen umschauen und dann weiß ich nicht, was ich in der nächsten Folge mache. Mir wird schon was einfallen. In dem Sinne sage ich dann aber erstmal vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch der Part gefallen hat, könnt ihr ein Like, ein Abo, einen Kommentar oder so hinterlassen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.